Horoskop für den 11. April 2024 für alle Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Zeit der Aktivität und Kreativität im Widder. Heute ist es günstig, sich neue ehrgeizige Ziele zu setzen, denn das Niveau Ihrer inneren Energie ist am höchsten. An diesem Tag wird Ihre Intuition perfekt funktionieren. Ignorieren Sie Ihre Signale nicht, dann werden Sie einige unangenehme Momente vermeiden können. Alles wird klappen, wenn Sie mutig und kreativ denken. Widder, männliches Horoskop für Widder. Der Tag des Widdermannes ist reich an Ereignissen und Überraschungen. Achten Sie sehr auf Ihre Gesundheit. Es besteht die Gefahr, sich mit einem Virus anzustecken, also schränken Sie Ihre Kommunikation nach Möglichkeit ein. Missverständnisse und Konflikte in der Familie lassen sich nur vermeiden, wenn Sie es schaffen, ruhig und freundlich zu bleiben. Es ist besser, den Abend im Kreise der Lieben zu verbringen. Machen Sie ihnen eine Freude, spielen Sie mit Kindern. Widderhoroskop für die Frau. Sie sollten gar nicht erst versuchen, dem Management ihr Engagement und ihre Professionalität zu beweisen, heute werden Widder nicht gehört. Meinungsverschiedenheiten und kleinere Konflikte im Team sind möglich. Beruhigen Sie sich daher, konzentrieren Sie sich auf den Produktionsprozess und arbeiten Sie für das Ergebnis, das sicherlich ausgezeichnet sein wird. Teilen Sie intime, entspannen und Neustart wird am Abend in der Gesellschaft von Freunden möglich sein. Horoskop für heute für Stier. Mit wem Sie heute kommunizieren werden, hängt davon ab, wie sich die Ereignisse in Ihrem Leben in den nächsten 2 oder 3 Wochen entwickeln werden. Deshalb sollten Sie an diesem Tag bei der Wahl Ihres Gesprächspartners besonders vorsichtig vorgehen. Taurus, heute wird nicht sehr erfolgreich in Beziehungen mit Haushaltsgeräten, was bedeutet, dass es klug wäre, ohne sie zu tun, wenn möglich. Am Abend mit älteren Verwandten zu kommunizieren. Ein Besuch ist nicht nötig, ein Gespräch am Telefon genügt. Stiermann, Horoskop für Stier. Heute werden für Stier offensichtliche Fehleinschätzungen des Managements in der Strategie der Unternehmensentwicklung. Sie werden vor einem Dilemma stehen, alles so lassen, wie es ist, oder versuchen, die Situation zu korrigieren. Hören Sie auf sich selbst, wenn Sie Entschlossenheit fühlen, mutig in eine Diskussion eintreten, stellen klärende Fragen, arbeiten mit Fakten. Das Glück wird Sie begleiten, Ihre Meinung wird gehört werden und eine Katastrophe wird vermieden werden. Stierhoroskop für die Frau. Heute gelingt es dem Stier, sowohl sensibel als auch stark zu sein. Nutzen Sie das aus und erledigen Sie all die Dinge, die Sie aus Mangel an Energie und Motivation aufgeschoben haben. Seien Sie Ihrem, Ihrer Auserwählten näher, verbringen Sie einen Abend mit ihm, ihr, nehmen Sie die Initiative selbst in die Hand. Rufen Sie Ihre Fantasie an, lassen Sie Ihren Geliebten verstehen, dass Ihre Gefühle für ihn immer noch tief und hell sind. Horoskop für heute für Zwillinge. Das Leben wird Zwillinge zu der Notwendigkeit bringen, einen neuen Beruf zu erlernen oder kolossal in den alten zu pumpen. Seien Sie bereit, heute mit dem Lernen zu beginnen. Haben Sie keine Angst, die richtigen Leute werden für Sie da sein und Ihnen die Unterstützung geben, die Sie brauchen. Nehmen Sie sich Zeit für Sport oder einen Spaziergang im Park. Hören Sie auf Ihre Intuition, sie ist jetzt ausgeprägter denn je. Zwillinge-Horoskop für Männer. Arbeiten Sie mit dem, was Sie haben, und es ist besser für Zwillinge-Männer, neue Projekte vorerst aufzugeben. Sie scheinen vielversprechend und interessant zu sein, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Nehmen Sie an Firmenfeiern oder anderen Arbeitsveranstaltungen teil, das wird Ihnen die Möglichkeit geben, einige Ihrer Kollegen mit anderen Augen zu sehen und vielleicht Freundschaften mit einigen von ihnen zu schließen. Es könnten Anrufe von entfernten Verwandten kommen, die um Hilfe bitten. Lehnen Sie diese nicht ab. Zwillinge-Horoskop für die Frau. Zwillinge, heute ignorieren Sie alle Probleme, sowohl die großen als auch die kleinen. Morgen werden Sie sich von selbst auflösen. Heben Sie keine Gewichte. Die Zeit ist günstig für eine umfassende medizinische Untersuchung. Achten Sie auf Ihre Gesundheit, besonders wenn Sie sich in letzter Zeit oft krank fühlen. Entspannen Sie sich am Abend mit Ihren Kindern, gehen Sie gemeinsam spazieren oder sehen Sie sich einen interessanten Film an. Horoskop für heute für Krebs. Krebse unterschätzen sich selbst und ihre Lieben. Der Tag ist gut für geschäftliche Aktivitäten. Die Zeit ist günstig, um Dokumente zu unterschreiben, mit Anwälten zu kommunizieren und geschäftliche Kooperationen einzugehen. Heute werden Sie besonders aufmerksam auf Kleinigkeiten achten, so dass der Tag produktiv sein wird, wenn Sie mit Aufgaben arbeiten, die erhöhte Konzentration und Akribie erfordern. Krebshoroskop für Männer. Für Krebsmänner ist es an der Zeit, zumindest einige der angesammelten Probleme zu lösen. Wägen Sie Ihre Möglichkeiten ab und kommen Sie zur Sache.
Es wird sich bestimmt alles zum Guten wenden und Sie werden Herr der Lage sein. Lassen Sie sich nicht dazu hinreißen, Ihre Bedingungen zu diktieren. Seien Sie in der zweiten Tageshälfte vorsichtig, provozieren Sie keine Streitereien und lassen Sie sich nicht in solche verwickeln. Der Abend ist günstig für eine aktive Freizeitgestaltung oder einen Besuch im Fitnessstudio. Krebshoroskop für die Frau. Heute werden sich die inneren Widersprüche verschärfen, was sich unweigerlich auf die Leistungsfähigkeit des Krebses auswirken wird. Ein Besuch bei einer Behörde wird ergebnislos verlaufen, verschieben Sie ihn also nach Möglichkeit auf einen anderen Tag. Es wird von Ihnen verlangt werden, die Situation zu beeinflussen und einige Probleme zu lösen. Nehmen Sie es als gegeben hin und lassen Sie Ihre Unzufriedenheit nicht an anderen aus. Der Abend ist zum Lesen oder für Yoga geeignet. Horoskop für heute für Löwe. Eine unerwartete Situation wird entstehen, die von den Löwen verlangt, gesammelt zu werden und blitzschnelle Reaktion. Es ist besser, wachsam zu sein und haben mehrere Optionen, um aus ihm herauszubekommen. Bei der Arbeit ist alles günstig, das Glück ist auf Ihrer Seite. Wenn Sie sich nicht in Ihrer eigenen Trägheit verfangen und zaudern, werden Sie Berge versetzen. Nutzen Sie die Tatsache, dass Sie sich auf dem Kamm einer Welle befinden, machen Sie das Beste daraus und am Abend können Sie sich etwas Schönes gönnen. Horoskop Löwe männlich. Heute ist Objektivität nicht Ihr Ding, der wahre Stand der Dinge wird sich Ihrer Aufmerksamkeit entziehen, alles wird ein Trick sein. Das Unglück wird den Löwen als Katastrophe und als Zusammenbruch des gesamten Lebens erscheinen. Treffen Sie deshalb heute keine wichtigen Entscheidungen, setzen Sie keine Akzente in der Beziehung, unterschreiben Sie keine Dokumente. Eine Person, die Sie schon lange kennen und der Sie vertrauen, wird Ihnen helfen, die Situation zu entschärfen. Löwe Horoskop für die Frau. Die Zeit ist günstig für die Umsetzung des kreativen Potenzials der Löwen. Heute bringen Sie einen Strom von kreativen Ideen und ehrgeizigen Plänen hervor. Nutzen Sie die Gunst der Stunde, vertiefen Sie sich in Ihre Lieblingsbeschäftigung. Kommunizieren Sie, teilen Sie Informationen, berücksichtigen Sie Wünsche. Seien Sie mittendrin im Geschehen. Yoga und Meditation werden sich günstig auf die Verwirklichung all Ihrer Pläne auswirken. Horoskop für heute für Jungfrau. Das Glück wird auf Ihrer Seite bleiben, wenn Sie eine optimistische Haltung bewahren und entschlossen auf Ihr Ziel zugehen. Bleiben Sie so entschlossen, nehmen Sie keine Hindernisse wahr, dann sind Ihnen gute Ergebnisse garantiert. Jungfrau, kommuniziere mit aufrichtigen Menschen. Vermeide Lügen, List, Intrigen und Manipulation, sonst wird dein Ruf leiden. Jungfrau Mann Horoskop für Jungfrau. Es ist an der Zeit, Ihr Wissen und Ihre erworbenen Erfahrungen unter Beweis zu stellen. Handeln Sie aktiv, lassen Sie das Management Ihr Potenzial schätzen. Kommunizieren Sie mehr, nehmen Sie alle Anrufe entgegen, so verpassen Sie keine Informationen, die äußerst nützlich sein werden. Heute können Sie als Jungfrau etwas tun, das positive Veränderungen auslösen und Ihre Zukunft grundlegend verändern wird. Jungfrau Horoskop für die Frau. Ein Tag der Veränderung für Jungfrauen. Die Veränderungen betreffen sowohl das Äußere als auch das Innere. Um negative Entwicklungen zu vermeiden, werden Sie eine schwierige Entscheidung treffen müssen. Ignorieren Sie nicht, was Ihre innere Stimme Ihnen sagt. Lösen Sie Probleme, wenn sie auftauchen, überstürzen Sie nichts. Seien Sie wachsam, und alles wird sich so entwickeln, wie es sein soll. Gönnen Sie sich am Abend Ruhe und Entspannung. Das Schwierigste liegt nun hinter Ihnen. Horoskop für heute für Waage. Der heutige Tag wird der Waage ein doppeltes Gefühl bescheren. Einerseits wird alles wie von selbst laufen, ohne die geringste Anstrengung ihrerseits. Andererseits sind sie kreativ und bereit, hart zu arbeiten und diese Leichtigkeit, Ergebnisse zu erzielen, befriedigt ihre Ambitionen nicht. Heute besteht die Chance, dass sie von ihren Kollegen beneidet werden. Waage-Horoskop für Männer. Es ist unmöglich, alle unerwarteten Wendungen des Schicksals für die Waage vorherzusehen, aber sie können sich darauf vorbereiten. Heute kann es zu grandiosen Ereignissen kommen, die Ihr Leben dramatisch verändern werden. Erlauben Sie sich ein wenig gesunden Egoismus, lassen Sie sich und Ihre Interessen heute in den Vordergrund stellen. Ignorieren Sie diejenigen, denen das nicht gefallen wird. Verbringen Sie den Abend damit, sich selbst zu erfreuen. Waage Horoskop für die Frau. Die aktuelle Periode verspricht der Waage eine Menge neuer Dinge. Es ist günstig, ein Geschäft zu eröffnen, zu reisen, große Anschaffungen zu machen. Sie haben die Chance, neue Freunde und Verehrer zu gewinnen. Heute werden Sie aufgefordert, die seltsamsten und verrücktesten Dinge zu tun. Vergessen Sie die Vernunft nicht, überschreiten Sie nicht die Grenze des Erlaubten. Es ist möglich, ein Geschenk von einem Freund oder einem geliebten Menschen zu erhalten.
Horoskop für heute für Skorpion. Heute werden Skorpione gezwungen sein, anspruchsvoll zu sein. Um Konflikte zu vermeiden, ist es wichtig, das Maß zu halten und es nicht zu übertreiben. Sie werden noch lange nervös und besorgt sein über das, was passiert ist, also gönnen Sie sich einen Tapetenwechsel und eine kleine Pause in der Arbeit. Es ist günstig, mit älteren Verwandten und Freunden zu kommunizieren. Vermeiden Sie es, Alkohol zu trinken. Horoskop für Skorpionmann. Sie können ein neues Angebot erhalten, das dazu beitragen wird, das kreative Potenzial des Skorpions zu entfesseln. Auch wenn es sich um ein sehr umfangreiches Projekt mit vielen Aufgaben handelt, werden Sie sicher alles schaffen. Das bringt Ihnen nicht nur zusätzliche wertvolle Erfahrungen, sondern stärkt auch Ihre geschäftliche Glaubwürdigkeit. Der Tag ist nicht für Verabredungen, Flirts und Hobbys geeignet. Horoskop für Skorpionfrauen. Skorpione, erwarten Sie heute Gäste. Längst vergessene Bekannte könnten anrufen, mit denen Sie sich treffen wollen. Der größte Teil des Tages wird der Familie und der Hausarbeit gewidmet sein. Machen Sie Ihren Liebsten eine Freude, kochen Sie ihnen etwas Exotisches, denn sie haben es schon lange angedeutet. Wenn Sie keine Lust haben, in der Küche herumzuwerkeln, können Sie sich das Essen auch vom nächstgelegenen Restaurant liefern lassen. Horoskop für heute für Schütze. Heute werden die Schützen von Unsicherheit heimgesucht. Vermeiden Sie verantwortungsvolle Fälle, verschieben Sie Arbeiten mit ernsten Dokumenten. In einem solchen emotionalen Zustand werden Sie nicht in der Lage sein, voll zu arbeiten. Versuchen Sie, zur Vernunft zu kommen, sprechen Sie mit jemandem, dem Sie vertrauen, machen Sie einen Spaziergang an der frischen Luft. Der Abend ist günstig für spirituelle Praktiken, Meditation, Yoga. Schütze-Horoskop für Männer. Der Tag ist für Schütze nicht geeignet, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Das gilt sowohl für berufliche als auch für private Fragen. Vermeiden Sie neue geschäftliche Bekanntschaften. Heute ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie eine betrügerische und niedere Person treffen, die Sie für Ihre Interessen ausnutzen wird. Nennen Sie die Dinge beim richtigen Namen, belügen Sie sich nicht selbst und machen Sie keine Geschäfte mit Ihrem Gewissen. Wenn es innere Spannungen gibt, versuchen Sie, sie nicht an denen auszulassen, die Ihnen wichtig sind. Schütze-Horoskop für die Frau. Schützen haben heute eine hohe Wahrscheinlichkeit von Stress und Ärger bei der Arbeit. Unhöfliches und rücksichtsloses Verhalten einiger Ihrer Kollegen kann Ihnen für lange Zeit die Laune verderben. Vermeiden Sie die Kommunikation mit giftigen Menschen und arbeiten Sie nicht zu viel. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie die Kontrolle über die Situation verlieren, halten Sie inne und versuchen Sie, das Ende des Gesprächs auf einen geeigneteren Zeitpunkt zu verschieben. Steinbock-Horoskop für heute. In allen Lebensbereichen haben die Steinböcke Glück, so sind die Sterne aufgegangen. Alle Aufgaben werden gelöst, Zweifel werden zerstreut, die notwendigen Informationen kommen. In Ihrem Privatleben ist alles wolkenlos und harmonisch. Die Begegnung mit den richtigen Menschen wird Ihnen helfen, unabhängig zu werden. Achten Sie darauf, dass Sie genug Geld haben, um Ihre laufenden Rechnungen zu bezahlen. Der Tag ist günstig für große Anschaffungen. Steinbock männlich Horoskop. Wenn Sie mit Führungskräften und anderen einflussreichen Personen kommunizieren, wägen Sie sorgfältig ab, was Sie sagen. Wenn Sie Ihren Vorschlag klar, kompetent und übersichtlich formulieren können, können Sie in naher Zukunft mit einer Beförderung oder einem Bonus rechnen. Am Abend können Steinböcke häusliche Probleme haben, zum Beispiel müssen Sie den Spülkasten, den Wasserhahn, die Steckdose reparieren oder das heruntergefallene Gesims wieder aufhängen. Steinbock-Horoskop für Frauen. Heute werden Sie davon träumen, alleingelassen zu werden. Es wird viele Anrufe, Treffen und Briefe geben, und in jedem dieser Briefe wird um Hilfe gebeten. Am Ende des Tages werden Sie wegen jeder Kleinigkeit die Fassung verlieren. Dagegen können Sie nichts tun, es ist der Tag der Steinböcke, so stehen die Sterne. Versuchen Sie, sich unter Kontrolle zu halten und den Rest Ihres Nervensystems zu schonen. Schalten Sie am Abend das Telefon aus und nehmen Sie sich Zeit für Ihre Liebsten. Horoskop für heute für Wassermänner. Die Sterne weisen Wassermänner darauf hin, dass es ratsam ist, sich mit übermäßiger Aktivität zurückzuhalten. Minimieren Sie körperliche Aktivitäten und verweigern Sie die Kommunikation mit Fremden. Ihre Intuition schlummert heute, seien Sie also vorsichtig und zeigen Sie nicht übermäßig viel Loyalität und Großzügigkeit gegenüber denen, die es nicht verdient haben. Achten Sie auf Ihr Wohlbefinden, vielleicht brauchen Sie etwas mehr Ruhe. Wassermann-Horoskop für Männer. Wassermann-Männer werden einen Tag voller Hektik und Betriebsamkeit erleben. Wenn Sie auf sich allein gestellt sind, werden Sie viele unnötige Bewegungen machen, die Sie im Endeffekt zu nichts führen werden. Vergessen Sie Ihren Stolz und bitten Sie um Hilfe, heute kommen Sie nicht allein zurecht. Beim Geld ist alles stabil,
Es gibt eine Chance auf ein zusätzliches Einkommen. Dieses unerwartete Geld sollten Sie aber nicht nur für sich selbst ausgeben. Wassermann-Horoskop für Frauen. Der Tag steht im Zeichen der Vergänglichkeit, sie wird alle Lebensbereiche betreffen. Wenn die Tätigkeit der Wassermänner mit Medizin oder Recht zu tun hat, müssen Sie mit unerwarteten Kontrollen rechnen. Konflikte mit Kollegen und dem Management sind nicht ausgeschlossen. Wenn die Arbeit mit Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung zu tun hat, zeigen Sie besondere Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der Arbeit mit wichtigen Dokumenten. Horoskop für heute für Fische. Katzazit, tun Sie Ihr Bestes, um der Person zu helfen, die sich an Sie wendet. Nach den karmischen Gesetzen, Reaktionsfähigkeit Fische wird Ihnen 100-faches zurück. Zur gleichen Zeit versuchen, Vorsicht zu halten, nicht leihen große Summen von Geld zu unverantwortlichen Menschen. Denken Sie daran, dass Zeit eine unersetzliche Ressource ist, verbringen Sie jede Minute mit Nutzen. Widmen Sie den Abend den Kindern und Eltern. Fische, männlich. Horoskop für Fische. Die vergangene Periode war nicht einfach für Fische, daher ist es nicht überraschend, dass Sie heute mit sich selbst allein sein wollen. Es gibt noch viele Probleme, die gelöst werden müssen, also sparen Sie den Rest Ihrer Energie dafür. Ihre Ressourcen gehen zur Neige, also machen Sie sich keine Vorwürfe, wenn Sie jemanden abweisen müssen. Wasser oder frische Luft werden Ihnen helfen, sich zu erholen. Machen Sie einen Spaziergang oder gehen Sie ins Schwimmbad. Fische-Horoskop für die Frau. Die himmlischen Koryphäen empfehlen den Fischen heute, toleranter und nachsichtiger zu sein. Großes Risiko für negative Situationen, Streit und Zerwürfnisse, sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit. Um nichts Wichtiges und Interessantes zu verpassen, sollten Sie sich alle Ihre Ideen in einem Notizbuch notieren. Analysieren Sie sie dann und wählen Sie die interessantesten und vielversprechendsten aus.